Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Works and Resources of the Republic. In dieser Folge werde ich meine Lebensmittelindustrie nochmal ein wenig umbauen. Ich habe mich doch dazu entschlossen, die Bekleidungsindustrie hier mit anzuschließen. Entsprechend erfolgt der Umbau. Zum Ende des Videos errichte ich auch gleichzeitig noch meine Erdölraffinerie. Auch da ist ja noch einiges zu tun. Natürlich nur im Planungsmodus. Das Konstruktionsbüro soll die meiste Arbeit übernehmen. Bleibt dabei, wenn ihr das sehen wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns gleich wiedersehen. Zu Beginn dieses Videos muss ich mich mal wieder um ein paar kleine Probleme kümmern, denn wir haben unter anderem das Problem, dass wir kein, also kaum, also keine ist ja nicht richtig, aber wir müssen halt schauen, dass wir die Sache mit den Lasern nicht aus dem Auge verlieren. Sprich, es kann notwendig sein, dass wir noch Leute mit höherer Bildung, ich sag mal, anwerben müssen, denn wie ihr seht, wir haben hier zum Beispiel nur normale Arbeiter und auch hier in dem Gebäude sieht es ein bisschen mau aus. Wie ihr auch hier sehen könnt, haben wir auch hier nicht allzu viele, jetzt weiß ich gar nicht. Wir hatten ja dort eben drei Lehrer, aber wo sind die hochausgebildeten Leute? Ich weiß nicht, wo die wohnen. Also, der Block ist ja voll. Naja, okay, einer. Wahrscheinlich ist er gerade gestorben oder sowas. Hier haben wir 22 Leute mit hoher Bildung und das sind so die einzigen, die hier im Prinzip arbeiten. Also, wie gesagt, das muss ich unbedingt im Auge behalten, denn noch habe ich ja keine Universität, ne? Dann haben wir das Problem, dass Leute nicht arbeiten können, weil es nicht genügend Kindergartenplätze gibt. Das heißt, wir müssen auch hier mal die Anzahl der Arbeiter erhöhen und halt so eben die Kinderbetreuung verbessern. Die Babys haben gar keine Ausbildung, wer hätte das gedacht, ne? Denn wir brauchen ja die Leute natürlich als Arbeitskraft, damit die hier hinten in unserer Bauindustrie Sachen produzieren können und wir die halt verkaufen können. Wir brauchen das Geld. Dann möchte ich, bevor es weitergeht, noch was bauen, was ich schon seit mehreren Folgen eigentlich bauen möchte, und zwar das Krankenhaus. Im Hintergrund ist der, ich glaube, wir haben, okay, wir haben derzeit keine Kranken, sag ich mal, aber die Leute schreien halt danach, dass wir ein Krankenhaus bauen. Entsprechend werde ich das tun. Jetzt müssen wir nur mal schauen, Krankenhaus, da haben wir es. Es gibt da verschiedene Mods, ich werde aber dennoch, ich sag mal, das normale Krankenhaus bauen. Denn hier so mittig in der Stadt, ich sag mal, da ist dieses Krankenhaus okay. Eine kleine Arztpraxis ist da ein bisschen zu wenig, sage ich mal. Und für die richtig großen Gebäude, da fehlen mir ehrlich gesagt noch so ein bisschen, ihr wisst schon, Geld und so, ne? Ganz blöde Sache. Ich werde es einfach hier mittig platzieren und hoffe mal, dass möglichst viele Leute entsprechend auch dorthin kommen. Und ich werde es so platzieren, dass wir auf jeden Fall noch einen Fußweg machen können. Ja, jetzt müssen wir dem Spiel nur noch genau sagen, wie wir das wollen, ne? Und dann können wir hier auf jeden Fall auch noch mal einen Fußweg langziehen. Ich ziehe ihn auch mal hier wieder ein bisschen länger. Dann schauen wir mal. Ja. So, und ich hoffe einfach mal, wir übergeben das mal an das Konstruktionsbüro, dass das soweit ausreichend ist, was die Laufentfernung angeht. Wir können ja mal testen, aber ich befürchte fast, dass die Leute nicht bis hinkommen. Gut, kann auch nicht gehen. Wir haben ja das Problem, dass die Wege hier noch nicht fertig sind. Schauen wir uns einfach mal zum Ende des Videos noch an, wenn ich es nicht vergesse, wie weit das dann hier fortgeschritten ist, ne? Ob dann die Fußwege schon fertig sind. Der Rest von dem, was ich hier so gesagt habe, also was ich schon mal gebaut habe, seht ihr, es geht vorwärts ganz, ganz langsam, ne? Auch hier die Straße, also das Stück Autobahn wird gebaut. Unsere Konstruktionsbüros brauchen natürlich ein bisschen, ja, es mangelt an Arbeitskräfte und sowas, aber das ist ja nichts Neues. So, dann muss ich leider ein bisschen was nochmal umbauen. Ich hatte ursprünglich vor, die Bekleidungsindustrie extra zu bauen, aber das macht keinen Sinn. Es ist tatsächlich besser, wenn ich die Bekleidungsindustrie auch gleich mit hier reinbaue. Hintergrund ist halt einfach der, dass ich ja dafür auch wieder Pflanzen benötige. Und ich meine, gut, 20 Tonnen Pflanzen ist jetzt nicht so viel, sage ich mal. Aber es macht ja keinen Sinn, das jetzt irgendwo anders hinzubauen, dann die Pflanzen wieder hin und her zu fahren oder nochmal irgendwo Pflanzen anzubauen. Sprich, ich werde meine Bekleidungsindustrie auch noch mit hierher bauen. Hier ist dann ganz wichtig, oder worauf ihr heute achten solltet, ist, dass die Bekleidungsfabrik, okay, die produziert nur 1,2 Tonnen Kleidung. Das ist jetzt nicht viel, aber wir brauchen davon ja auch nicht viel, ne? Aber wenn ihr mal sehen könnt, dass die Bekleidungsfabrik 2,4 Tonnen Stoff maximal benötigt und unsere Stofffabrik 5 Tonnen Stoff produziert, macht es natürlich Sinn, eine Stofffabrik zu platzieren.
wenn ihr denn die überschüssigen Stoffe nicht exportieren wollt. Ne? Das könnt ihr dann natürlich machen, dass ihr dahergeht und sagt, ja, hey, komm Mensch, dann exportiere ich halt einfach den Stoff, der übrig ist, und ich baue nur eine Bekleidungsfabrik. Ich würde aber natürlich dazu übergehen und zwei Bekleidungsfabriken bauen und notfalls die Bekleidung exportieren. Hintergrund ist nämlich der, wir schauen mal wieder ganz kurz auf die Exportpreise. Und zwar, ja, hier finde ich es jetzt leider ein bisschen unübersichtlich. Wir haben hier den Stoff und da haben wir einen Verkaufspreis von 516. Und ihr habt ja gesehen, das Verhältnis ist etwa 1 zu 2. Also quasi aus zweimal Stoff wird mehr oder weniger... Nein, habe ich jetzt Blödsinn erzählt? Doch, das Verhältnis ist sogar genau 1 zu 2, ne? Also aus einer Tonne Stoff, aus 2 Tonnen Stoff wird eine Tonne Kleidung. Und wenn wir uns das jetzt finanziell halt mal anschauen, gehen wir nochmal zum Stoff. Da haben wir 516 Rubel pro Tonne und bei Bekleidung haben wir 1990. Also, wir tun im Prinzip, wenn wir es jetzt mal umrechnen würden, Stoff für 1000 Rubel, 1036 Rubel, umwandeln in Kleidung zu einem Verkaufspreis von 1990 Rubel, was ja fast das Doppelte ist. Ne? Also wenn, dann Kleidung exportieren. Und günstiger Nebeneffekt, wir brauchen viel weniger Transportkapazität, um das zum Service zu transportieren. Ne? Denn es halbiert sich, ja, also brauchen wir auch nur die halbe Transportkapazität und wir verdienen viel mehr. Macht also Sinn, die Endprodukte zu exportieren. Ne? Das ist nicht bei allen Sachen so. Ihr werdet lachen, das ist tatsächlich nicht bei allen Sachen so. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal hier rum. Wie gesagt, ich werde nochmal was wegreißen müssen. Aber da hier ja noch nichts so weit gebaut wurde, ist das nicht so schlimm, sage ich mal. Ne? So, dann machen wir hier das Straßenstück auch noch weg. So, und hier, jetzt brauchen wir halt hier, ich sag mal, so ein bisschen mehr an Platz. Und ich fange an mit der Bekleidung. Wie gesagt, ich möchte eine Stofffabrik und zwei Bekleidungsfabriken, damit wir, wenn dann, ja, ich sag mal schlichtweg, wirklich die Bekleidung exportieren können, ne? Und nicht den Stoff. So, Moment, ich sehe gerade, das hier brauchen wir auch noch, muss auch noch weg. So, hier muss ich jetzt natürlich beachten, dass ich, ja, ich sag mal, hier nicht unbedingt zu hoch baue, nicht zu weit nach links, denn die Verbindung hier runter, die brauchen wir ja immer noch, ne? Und da würde ich sagen, denn ich darf auch nicht zu hoch bauen, denn wir müssen das... Oh ne, das muss auch so rum. Okay, passt. Dann plane ich, sag ich mal, planen wir das halt quasi erstmal, ne? Falsch rum. Sicherheit, Bekleidungsfabrik, ja, passt. So, wie gesagt, ich plane das jetzt erstmal nur. Und dann schaue ich mir, ob das auch wirklich so passt. Gegebenenfalls muss ich ja leider nochmal was ändern, ne? So, das Gebäude müssen wir so rum platzieren. Da sparen wir uns jetzt mal ein bisschen Platz, denn hier dazwischen brauchen wir keinen Platz. So, die Verbindung wollen wir nicht platzieren. Und dann gehen wir dahin und platzieren eine weitere Bekleidungsfabrik. Und die, na, brauchen wir schon wieder ein bisschen Geländebearbeitung. Und die drehen wir jetzt aber so, dass wir hier das platzieren können. Und jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir die Straßenanschlüsse. Alle soweit auf einer Seite. So. Und das ist jetzt im Prinzip ja unsere Bekleidungsfabrikanlage, sage ich mal. Das habe ich absichtlich so rumgebaut, denn wenn ich das hochkant platziere, dann bekomme ich hier im Prinzip Probleme mit den Gabelstapler-Parkplätzen und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. So, jetzt benötigen wir natürlich hier wieder die ganzen Anschlüsse. Entsprechend fangen wir einfach mal an. Das machen wir anders. So, der Abstand sollte ausreichen. Moment. Und ziehen das jetzt hier drauf. Moment, wie sieht das aus, wenn ich das nochmal wegmache? Sieht besser aus so, ne? So, hier, das sollte... ja, dann platzieren wir das. Eigentlich ist das egal, wie rum. Hauptsache ist, wir haben den Straßenanschluss, ne? Damit die Arbeiter dort hin können. So, und hier bei der nächsten Fabrik...
So, jetzt haben wir die Straßenanschlüsse. Jetzt müssen wir hier natürlich schauen. Na, den werde ich das Stück auch nochmal wegnehmen müssen. So, dass wir jetzt hier wieder mit der Kreuzung hinkommen. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Ich hätte es jetzt wahrscheinlich schon längst hier unten gefunden, ja, aber hier finde ich es ja erst recht nicht. Forklift Facility. Ich bin doch nicht jetzt. Da. Oh, ohne Worte, ne? So, und das müssen wir jetzt natürlich. Okay. Sehen wir schon, müssen wir das leider auch nochmal wegmachen. So, und jetzt natürlich ganz, ganz wichtig, ne? So, dass es auch alles schön gerade ist. Ihr kennt mich. So. Und dann machen wir jetzt den Straßenanschluss hier wieder her. Na, das ist ein bisschen zu weit. So. Okay. Straßenanschlüsse passen soweit. Ich gehe einfach mal davon... Ja, so viel dazu, dass die Straßenanschlüsse passen, ne? Ich gehe einfach mal davon aus, dass das vom Laufweg her funktioniert. Sprich, die Arbeitskräfte wirklich bis dorthin kommen. Es ist ja nicht weit. Also wenn ich mir das hier anschaue, im Verhältnis zu hier, dann dürfte das schon passen. So, dann bauen wir jetzt wieder die Garagen wieder fertig für unsere Gabelstapler. Die baue ich jetzt allerdings andersrum. Oh Moment, wir brauchen ja hier, ne? Die baue ich jetzt allerdings natürlich mit dem Straßenanschluss nach oben. Alles andere macht ja keinen Sinn, ne? Jetzt wäre es cool, wenn das hierher passt, aber das passt nicht. Ah, schau dir das an, wie wenig. Das ist ein Millimeterchen oder sowas. So, und ich denke mal, es reicht mit zweien. Aber wir haben ja eh noch die Möglichkeit, ich sag mal, eine dritte Garage zu platzieren. Okay, die müsste man dann halt leicht... Ja, die würde ja auch noch hergehen. Aber Moment, dann... Nee. Wir lassen das erstmal so. Ich lasse das erstmal so. Okay, dann brauchen wir jetzt hier keine Mod, sondern ganz normal die Abzweigung. Die wir uns dann halt hier einfach dazwischen platzieren. Ja, da haben wir jetzt eine leicht schräge Verbindung, aber das ist ja nicht schlimm, ne? Ach Gott, entschuldigt bitte. So, okay, dann sind wir damit auch soweit durch. Dann können wir hier die Verbindung auch noch machen. Und dann brauchen wir jetzt hier natürlich noch ein bisschen was, denn wir müssen jetzt ja auch hier, ich sag mal, zum einen natürlich die Fabriken untereinander anschließen. So, das war jetzt einfach, ist klar. Und dann brauchen wir natürlich für unsere beiden... Nein, für die Bekleidungsfabrik brauchen wir das nicht. Nur nochmal zur Information. Bei der Bekleidungsfabrik brauchen wir ja wirklich nur den Stoff. Das passt soweit. Und bei der Stofffabrik, die wir hier in der Mitte haben, hier brauchen wir halt im Prinzip tatsächlich den Pflanzenanschluss. Und wir brauchen natürlich Chemikalien, aber die werde ich zumindest anfangs importieren, direkt im Gebäude. Später stelle ich natürlich den Direktimport um. Und ich sag mal, ich transportiere das dann per Zug, respektive halt per LKW dorthin, damit man mehr Verkehr auf die Straßen bekommt. Ne? Also nur weil ich jetzt, das habe ich ja bei der Bauindustrie und ja auch gemacht und auch bei verschiedenen anderen Sachen, dass ich halt die Sachen direkt im Lager importiere, das stelle ich nachher dann später ein und werde halt wirklich die ganze Sache direkt transportieren mit unseren eigenen Fahrzeugen. Ne? So, dann brauchen wir auch hier wieder eine weitere Kreuzung. Auch das ist ja kein Problem. Und zwar, jetzt wäre natürlich schön, kriege ich das so hin, dass das schön gerade ist und wir gleichzeitig, ich befürchte es fast nicht, wa? Ah, der Micha hat Glück. Okay, dann können wir die Verbindung entsprechend platzieren. So, und schon haben wir auch hier wieder alles angeschlossen. Also ich vermute mal fast, dass wir mehr Gabelstapler brauchen. Weil erstens haben wir sehr viele Gebäude, die versorgt werden müssen. Und zweitens, ihr seht das schon, die Transportwege sind halt echt lang, ne? Also das ist eine Sache für sich. Dann bauen wir uns hier noch die Straßenverbindung. Aber wie gesagt, ist ja kein Problem. Ich bekomme hier ja notfalls noch was her. Da haben wir ja auf jeden Fall noch Platz, ne? So, dann übergeben wir die restlichen Straßen noch an unser Konstruktionsbüro. Und dasselbe machen wir auch mit den Industrieverbindungen.
Und schon können die ganzen Sachen gebaut werden. Ja, wie gesagt, ihr seht, es geht vorwärts, aber es dauert halt doch recht lange. Ne? Wie gesagt, mangelt vor allen Dingen halt an Arbeitskräften. Kommen da überhaupt Arbeitskräfte? Noch nicht, wahr? Ach, so wird alles verteilt. Ist natürlich super, dass die Gebäude gleichzeitig gebaut werden, aber prinzipiell, naja, ist halt so. Ne? Hier, die Industrieverbindung, die ist natürlich ganz wichtig, ja. Aber das Spiel macht das schon, brauchen wir uns nicht weiter drum kümmern. So, dann geht's zum nächsten. Wie sieht es mit dem Krankenhaus aus? Da wird, denke ich mal, noch nichts hintransportiert. Bau ist kein Bauamt zugeordnet, jo. Nö. Ach, kann ja nicht. Wir haben hier die Straßen erstmal, die gebaut werden müssen, klar, ne? Okay, dann haben wir das erstmal soweit fertig. Wie gesagt, hier unsere Kleidungsindustrie. Und ja, bedenkt dabei halt wirklich, wenn ihr Bekleidungsindustrie baut und ihr habt dort Überproduktion, dann achtet darauf, dass es wirklich die Kleidung ist und ihr, wenn dann die Kleidung exportiert, weil die bringt echt richtig Schotter. Ja, habt ihr gesehen, 2000 Rubel pro Tonne, das ist halt einfach mal enorm. Ne? So, dann geht's weiter. Ich hatte ja, ich weiß nicht, ob es in der vorletzten... Oha! Warum? Das sollte nicht sein. Warum ist das Signal noch rot? Ich habe hier... Jetzt ist das da grün. Das ist grün. Kann das hier ran liegen? Weil das hier schon als Verbindung zählt, kann das sein? Ich meine, die Gleise sind im Planungsmodus, ne? Weil hier die Ampel sagt. Na, ist ja ein Chain-Signal. Und das sagt, dass hier leitet das weiter und dieses Signal sagt, dass rot ist. Obwohl hier, ne, auch rot. Ich vermute mal fast, dass es tatsächlich hier an diesen geplanten Gleisen liegt. Kann das echt sein, ja? Okay, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Dann gehen wir einfach daher. Testen wir einfach mal, ne? Ja, schaut her. Selbst die, also das ist mir... Also ich weiß nicht, ob mir das einfach nur nicht aufgefallen ist. Aber die geplanten Gleise zählen tatsächlich als fertige Gleise und müssen ampeltechnisch bedacht werden. Okay, das ist echt interessant. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, das heißt, wir müssen hier ein weiteres Signal platzieren. In die Richtung. Und das Kettensignal müssen wir umbauen. Damit müssen wir so weit nach vorne, dass die Züge dort dazwischen passen. Und das Signal müssen wir wegmachen. So, es kann der ein Stück weiter nach vorne fahren. Das müsste das dann genau auf grün schalten. Okay. Ja, wie gesagt, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das ist mir in der Tat noch nie aufgefallen. Jetzt kein Witz. Ihr wisst selber, wie viele Folgen wir das hier schon machen. Aber das ist mir noch nie aufgefallen. Noch nie drauf geachtet, ne? Okay, vielleicht habe ich halt einfach noch nie so lange die Gleise im Planungsmodus dagelassen. Ne? Das kann natürlich auch sein. So, jetzt müssen wir schauen, wenn der jetzt hier durch ist, müsste das hier grün schalten. Der Zug... Nee, funktioniert auch nicht, weil das ist jetzt ja auch hier durchblockiert. Okay. Halt, das ist mir jetzt zu nah dran. Dann müssen wir hier quasi schon so tun, als ob das quasi fertig ist. So, jetzt müssen wir auch darauf aufpassen, dass wir hier die Kreuzung nicht blockieren. Sprich, wir brauchen hier ein Kettensignal und wir brauchen hier ein Kettensignal. So, dasselbe müssen wir hier theoretisch auch bauen, aber hier haben wir ja unsere Signale und hier haben wir auch genügend Platz. Sprich, das hier mache ich dann erst, wenn es wirklich soweit ist. Aber wie gesagt, ne, wir müssen hier tatsächlich so tun, als ob die Gleise fertig sind. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, cool. Cool. Ich finde ja, das sieht immer total genial aus, wenn die Züge so schön am Fahren sind, ne? Ach, dass der jetzt nicht grün gehabt hat, der steht ja schon länger, ja?
Ja, nee, der kann ja keinen Grün gekriegt haben. Hier war er noch blockiert. Okay, gut, passt. Ja, das hat echt was, ne? Das sieht echt cool aus. Muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Okay, dann haben wir jetzt hier, ich sag mal, genug Zeit verschwendet. Jetzt möchte ich gleich noch die nächste Sache machen. In Vorbereitung auf den Neubau dieser Strecke, also ich plane tatsächlich, das hier neu zu bauen, schlichtweg, weil mir das zu gerade ist. Sprich, die Stromleitungen werden auf jeden Fall auf die andere Seite kommen. Und, denn ich sag mal, ich muss ja hier noch mit meiner Autobahn durch, ne? Die muss hier auf jeden Fall noch mit lang und soll dann halt hier parallel zu den Gleisen verlaufen. Und hier muss ich schauen, hier werde ich wohl das kleine Stück auch nochmal wegmachen und hier eine Kurve drumherum bauen. Schlichtweg, weil es halt einfach, ich weiß nicht, so ganz lange Geraden, ja, ne, ihr wisst schon. So, dann möchte ich hier jetzt noch schon mal vorbereiten unsere weitere Erdölindustrie. Ich habe ja hier bisher nur meinen Export an Rohöl. Der Rohölpreis ist inzwischen relativ gut wieder. Ich hatte zwischenzeitlich mal 8.000 Rubel pro Ladung. Was natürlich ein Witz ist, ne? Jetzt sind wir immerhin bei 13.000. Und der Exportpreis, immerhin 22 Rubel. Ich war ja, glaube ich, schon auf 13 Rubel oder sowas. Das ist jetzt zum Verzweifeln, ne? Aber ich führe nochmal zurück zu unserer Theorie. Je mehr man exportiert, umso niedriger ist der Preis. Es kann sein, dass es einen Einfluss hat. Aber auf jeden Fall kann der Preis auch steigen, obwohl man viel davon von einem Stoff halt exportiert, ne? Ach, schaut her, Kleidung, ne? Schon bei 2000 Rubel. 2000,97. Okay, jetzt aber wirklich genug. Jetzt wollen wir hier uns mal um das Öl kümmern. Bisher exportiere ich ja, wie gesagt, nur das Rohöl. Und ich habe hier im Prinzip meinen Rohölspeicher. Der soll soweit auch bleiben. Was allerdings wegkommt, ist dann halt hier der Verladebahnhof. Grund ist schlichtweg der, ich möchte dann gar kein Rohöl mehr exportieren, sondern halt tatsächlich nur noch, ja, ich sag mal, die fertigen Endprodukte, ne? Sprich, Bitumen dann und Treibstoff. Ist halt einfach, bringt halt einfach viel mehr Geld und lass man das dann halt, wie gesagt, mit dem Rohöl, sondern baue dann halt wirklich nur noch die entsprechende Ölraffinerie und exportieren dann nur noch diese Sachen halt, ne? Hier ist jetzt so, ich brauche natürlich die Eingangspipeline auf der linken Seite, ne? Von hier hole ich ja mein Öl. Oh Gott, ich sehe schon, ich muss das Gebäude dann umplatzieren, seht ihr das? Ja gut, okay, das, man muss dann halt umbauen, ne? So, dann schauen wir mal. Ein bisschen weiter nach rechts, ganz ruhig. Und es sollte so weit wie möglich nach oben. Ja, der Strand, ne? Angleichen ist ein bisschen schwerer. So, wir brauchen aber, wie gesagt, hier so ein bisschen Fläche. Okay, ich möchte auch nicht zu weit rausgehen. Dann würde ich sagen, dass wir die Raffinerie erstmal hier platzieren. Und jetzt gehört da natürlich noch ein bisschen was dazu, das ist klar. Zum einen muss ich hier natürlich Arbeitskräfte her transportieren und zum anderen muss ich ja das fertige Öl abtransportieren können. Sprich, wir brauchen natürlich Kraftstoffspeicher. Davon werde ich ganz, ganz stumpf zwei Stück platzieren. Ja. So, erstmal noch keine Pipelines. Und den zweiten machen wir direkt daneben. Moment, hier haben wir wieder. Ich gleiche das lieber vorher an. Nicht, dass es dann am Ende wieder Probleme gibt, ne? So, dann machen wir hier den zweiten her. So, dann haben wir das. Dann haben wir hier einmal die Verbindung und wir könnten diese Verbindungen nutzen. Das heißt, wir können dann ohne Probleme Bitumen und Treibstoff entsprechend einlagern. Und jetzt wird es ein bisschen kritisch, denn ich muss ja zum einen, wie gesagt, Arbeitskräfte hier transportieren. Sprich, dafür brauchen wir halt Bahnsteig klein, Bahnsteig groß, sage ich mal, ne? Oder Zugplattform. Dort, wo Passagiere nur aussteigen und nicht einsteigen sollen, hier sollen sie natürlich nur aussteigen, da reicht ein kleiner Bahnsteig. Entsprechend habe ich noch was runtergeladen und zwar gibt es eine neue Mod. Muss ich erstmal schauen. Plattformstation, ja, war jetzt schwierig, ne? Und zwar haben wir hier vier verschiedene Bahnhöfe.
Wie viel Kapazität die haben, ist prinzipiell egal, sage ich mal, weil wir wollen ja nur Leute hinbringen. Hier haben wir zum Beispiel eine Zugplattform für 250 Passagiere, für 400, für 600 und für 1000. Und ihr seht, der Bahnhof hier ist relativ groß. Moment, ich wollte eigentlich näher ran, ne? Sieht aber schick aus, ist natürlich jetzt mehr so eigentlich für bebautes Gebiet, sage ich mal, ne? Also sprich für die Stadt, für innerhalb der Stadt ist das mehr geeignet. Dann haben wir hier auch wieder mehr einen Bahnhof für den Bereich Stadt mit nur einem Gleis. Dann haben wir hier den kleinsten Bahnhof. Hier haben wir im Prinzip nur so eine kleine Hütte, sage ich jetzt mal. Mehr ist das nicht, ne? Auch wieder nur ein Gleisanschluss. Und dann haben wir hier noch, das ja, ist halt gleich groß wie der eben halt auch. Nur dass halt der Straßenanschluss auf der linken Seite ist und ja, das Gebäude halt so ein bisschen größer ist, ne? Mehr ein Unterschied ist das nicht, aber ich finde es auf jeden Fall cool, weil es sind halt vier Bahnhöfe, ist ein Mod. Wie gesagt, wie immer gesagt, ich verlinke euch die Mods unten in der Videobeschreibung, einfach nachschauen. Die neuesten Mods aus dem aktuellen Video sind immer die, die als erstes oben sind, dann kommt eine Freizeile und dann kommen die alten Mods. So, wie gesagt, hier müssen wir dann entsprechend die Passagiere hin transportieren. Ich möchte aber vorher auf jeden Fall... ich mache erstmal nur eine Kiesstraße. Wo eigentlich ist das vollkommen egal, ne? Wir bauen die Straßen. Wir machen eine Kiesstraße. Ich ziehe das erstmal hier rüber. Ja, danke. Moment, aber das müsste gehen. Genau, so. Ah, sind wir zu nah dran. Das kann dem Besten passieren. So, dann haben wir den Bereich soweit verbunden. Sprich, hier fehlt noch mal was. Ja, schaut aber schon ganz cool aus, denke ich mal, ne? Und dann jetzt die beiden Bahnhöfe. Dazu noch mal ganz kurz zurück zum Mod. Wie gesagt, ich möchte einen kleinen Bahnhof nehmen. Und wie gesagt, wir müssen bedenken, wir müssen hier das Öl abtransportieren, ne? Ich würde einfach mal versuchen, Moment mal, ich mache mal hier unten den Feldweg weg. Den braucht man sowieso nicht mehr. Aber eigentlich noch nie gebraucht, ne? Habe ich auch eine Gebäude, damit er da ist. Also ich würde halt wirklich schauen, so weit wie möglich nach links rüber. Ja, hier haben wir jetzt natürlich dann Höhenunterschiede drin, ne? Aber das gleichen wir dann später an, wenn die Gleise verlegt werden. Ne, und ich wollte, genau. So, ich habe das jetzt vorher noch nicht ausprobiert. Das heißt, auch hier, ich platziere das erstmal. Ne? Wie gesagt, hier sollen dann unsere Passagiere ankommen und entsprechend die Arbeitsplätze hier in der Raffinerie belegen. Ich baue natürlich hier auch noch eine... sag schon, ich brauche hier noch eine Tankstelle eventuell. Und was ich auch noch brauche ist... jetzt fällt es mir nicht ein. Eine Feuerwehr. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch eine Feuerwehr. Und ich denke mal, das kriegen wir aber auf jeden Fall hin. So, dann jetzt Bahnhof. Jetzt brauchen wir ja die Verladestation. Und da haben wir hier Öl, Kraftstoff, Laden, Entladen. Das ist ja dasselbe, was wir hier halt auch schon haben. Und hier haben wir es halt im Prinzip so, dass wir zwei Anschlüsse auf der linken Seite haben und zwei Anschlüsse auf der rechten Seite. Das finde ich, ist meiner Meinung nach ein bisschen ungünstig gelöst, weil wir jetzt halt wirklich dahergehen müssen und einen relativ großen Platz nach links halten müssen, um halt eben... ja, die Rohrleitung noch platzieren zu können. Wie gesagt, das finde ich ein bisschen blöd. Hier in dem Fall hätte es jetzt natürlich total cool ausgesehen, wenn man das direkt hier dran, da dran hätte bauen können. Aber leider nein. Das heißt, wir nehmen einfach so, dass man... Ich versuche mal, ob das schon ausreicht. Ja. Und dann gehen wir mal daher und versuchen mal die Gleis... die Gleisanschlüsse sag ich schon, ne? Genau, machen wir die Gleisanschlüsse jetzt zu den Tanks, zu den Kraftstofftanks, ne? Gehen wir hier einfach... Oh ne, das sehe ich schon. Obwohl, wir haben ja verschiedene Höhen, ne? Ah, das wird aber auch nichts. Moment. Wenn, dann müssen wir das so machen.
So, schauen wir mal, wie das mit der Höhe aussieht. Ja, das ist ganz gut. So, und jetzt können wir... Auch sehr schön, dass man jetzt die Pipelines nicht direkt von Anschluss zu Anschluss bauen muss, sondern dass man halt tatsächlich die, ich sag mal, auch so einfach platzieren kann, ne? Das macht die ganze Sache natürlich deutlich einfacher. Wir kommen nicht rüber. Moment, jetzt sehe ich es wieder schlecht. Oh nein, da brennt ein Gebäude. Ich schwöre da. Da wird jetzt wahrscheinlich auch die Feuerwehr ja nicht hinkommen, ne? 100 Pro reicht es nicht aus. Also Feuerwehr fährt, Feuerwehr fährt. Nein! So, ich entschuldige mich für den Spielabsturz. Ist ein Spielabsturz, kann ich nichts dafür. Ich werde das jetzt hier noch schnell fertig bauen, mit einer kleinen Änderung allerdings. Bleibt da noch ganz kurz dabei, damit wir das jetzt hier noch abschließen können, bevor wir dann das Video beenden. Ich hatte ja eben, bevor das Spiel sich verabschiedet hatte, ich gehe übrigens davon aus, dass es nicht zu einem weiteren Brand kommt, die Sache sollte erledigt sein. Da hatte ich ja diesen Bahnhof so platziert, das macht natürlich gar keinen Sinn. Ich hatte ihn so rumplatziert, das macht natürlich gar keinen Sinn. Viel besser ist es natürlich, den Bahnhof schlichtweg so zu platzieren, weil das halt einfach besser passt, ne? Sprich, ich mache nochmal hier ganz kurz den Schotterweg weg. So. Dann platzieren wir die Verladestation. Und das, wie gesagt, so rum. So. Können jetzt die Straße wieder machen. Sehr schön, passt. Und jetzt verlegen wir noch schnell die Pipelines. Und dann ist gut für diese Folge. Jetzt haben wir halt den Vorteil, dass natürlich jetzt die Pipelines ein wenig besser aussehen, wenn ich die jetzt anschließe. Sprich, ich gehe halt einmal daher und sage, wir gehen hier lang. Ja, sagen wir mal, wenn wir bis hierher gehen, ist das soweit in Ordnung. Heben die ganze Sache dann hier auf Stufe 2. Also wir heben das zweifach an. So. Dann haben wir das, die erste Pipeline angeschlossen und die zweite Pipeline machen wir im Prinzip genauso. Wir gehen wieder auch hierher, zweimal nach oben und ihr seht schon, dann kommen wir auch schon über die Straße, machen das soweit auf dieselbe Höhe wie hier, ziehen es jetzt, sagen wir mal, bis hierher rüber, machen den Anschluss und schon sind beide Pipeline-Ausgänge miteinander verbunden, sprich hier kann dann Treibstoff und Bitumen abgeholt werden. Was wir jetzt nur noch machen müssen, ist halt im Prinzip dahergehen und sagen, Treibstoff oder Bitumen und dasselbe machen wir jetzt für hier auch. Na, so mal, wenn ich bis hierher gehe. Na, wir müssen ein bisschen länger. Wir müssen das ein bisschen länger machen. Moment. Ich gehe einfach mal bis zu dieser Linie. Würde super aussehen, passt aber nicht, ne? Okay, da muss man in der Tat manchmal so ein bisschen... zu scharfe Kurve. Als ob wir hier eine zu scharfe Kurve haben, ne? Was ist denn los? So. Ja. Und schon haben wir die Pipelines alle angeschlossen und auch unsere... Ölindustrie, unsere Raffinerie ist dann soweit fertig und damit würde ich das Video auch beenden. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich entschuldige mich nochmal für den kleinen Absturz. Dafür haben wir aber, wie gesagt, jetzt hier das alles fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns morgen beim nächsten Teil wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao.